Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Format auf unserem Kanal. Und zwar nennt sich das Ganze Glücksrad Sprint to Glory. Glücksrad Sprint to Glory ist ganz einfach erklärt. Wir suchen jetzt hier in diesem Anstoßmodus nach 5 zufälligen Vereinen. Das kann man ja unten mit dem zufälligen X-Knopf machen, ne? Und die werden wir dann in ein Glücksrad reinpacken. Dann werden wir uns zufällig einen Verein spinnen. Und dann werden wir noch die Art von der Sprint to Glory spinnen. Das machen wir aber dann so, passen wir das dann an, was das dann für ein Verein ist. Wenn wir zum Beispiel einen großen Verein wie den FC Chelsea bekommen, dann machen wir natürlich jetzt keine Jugendspieler Sprint to Glory, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass wir dann schon vorher die Champions League gewinnen, weil wir da halt schon so krasse Talente wie Havertz und Mason Mount haben, die sich halt schon viel schneller entwickeln als unsere Jugendspieler. Da kommt dann so eine Sprint to Disaster dann eher eine Frage. Sowas halt in der Art. Im Endeffekt ist das eigentlich alles selbsterklärend, aber falls ihr noch ein paar Fragen habt, ballert sie gerne unten in die Kommentare. Aber ich würde mal sagen, wir suchen uns mal direkt die ersten 5 Vereine. Ich muss mir die natürlich aufschreiben, sonst vergesse ich die natürlich. Aber das machen wir jetzt ganz schnell. Ich würde sagen, wir suchen uns mal den ersten Verein direkt aus. Indien. Ach du Scheiße, das wäre dann halt so ein Kandidat für eine Jugendspieler-Sprint to Glory. Machen wir mal weiter. Okay, Island funktioniert natürlich nicht. Portugal, FC Vizela, dann haben wir noch CD Luko und Norwegen geht natürlich auch nicht. Dann noch eine japanische Mannschaft und zu guter Letzt nochmal, okay, das ist eine Frauenmannschaft und nochmal Borussia Mönchengladbach. Okay, das wäre natürlich die beste Mannschaft und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann gleich beim Glücksrad wieder. So, jetzt sind wir auch beim Glücksrad angekommen. Also, mir ist es eigentlich egal, wen wir bekommen, aber ich hätte jetzt nicht so Bock auf diesen C9FC. Aber ich würde sagen, das ist ganz egal. Wenn wir die Mannschaft bekommen, müssen wir die natürlich auch nehmen. Und es wird FC Vizela. Ich denke mal, das ist eigentlich relativ in Ordnung. 2,5-Sterne-Mannschaft war so die zweit-drittbeste Mannschaft. So, jetzt suchen wir uns dann noch die Sprint-to-Glory-Arten aus. Haben wir einmal eine normale Sprint to Glory, eine Jugendspieler-STG, eine Nation Sprint to Glory, eine freie Spieler Sprint to Glory und eine Sache können wir eigentlich auch noch hinzufügen. Ich konnte ein bisschen überlegen. Aber ich würde sagen, das lassen wir, weil ein Accept All macht bei so einem kleinen Verein gar keinen Sinn. Und eine Sprint to Disaster halt, wie gesagt, auch nicht. Ihr könnt aber auch, wie gesagt, ein paar Sachen reinschreiben. Ich würde sagen, wir spinnen dann nochmal das Rad. Und es wird eine Nation Sprint to Glory. Das ist gar nicht mal so einfach. So, wir sind jetzt hier dann auch in der Karriere mit FC Vizela. Ich finde die Idee ganz nice von der Glücksrad Sprint to Glory. Mannschaft sieht ganz in Ordnung aus. Muss ich gleich mal gucken, wer da so halt so ein ganz gutes Talent ist. Wir gucken aber direkt mal nach unserem besten Talent. Und da haben wir mal direkt ein richtig krasses. Das ist schon mal sehr nice. Ist natürlich auch Portugiese, deswegen dürfen wir den benutzen. Ich bin am Überlegen, ob wir dann nicht vielleicht auch einen Scout losschicken. Das dürfen wir natürlich auch machen. Wir dürfen ja nicht nur dann, Leute verpflichten, sondern natürlich dann auch nur Portugiesen scouten. Aber das ist, denke ich mal, dann trotzdem ganz nice. Ich muss mal gucken, ich werde den Kader dann mal ein bisschen ausmisten und ich würde sagen, das machen wir dann alles jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Transferphase vorbei ist. Sieht auf dem ersten Hinblick eigentlich wirklich ganz in Ordnung aus, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. So, die erste Transferphase war wirklich sehr gut, wir haben jetzt auch gar nichts mehr an Kohle. Wir haben erstmal noch einen Scout losgeschickt, das war unser Anfangsscout, ein Scout, der sucht jetzt nach einem Keeper in Portugal. Dann zeige ich euch noch kurz den Transferverlauf. Zwar haben wir ein bisschen, mussten wir halt ganz nach vielen günstigen Talenten gucken. Nassinho haben wir verpflichtet, Kiki verkauft, Esteves verpflichtet, Cassiano verkauft, Ramos verpflichtet, unser Top-Transfer. Marcos Paulo verkauft, dann haben wir noch Sagabayu verkauft, Kuau verkauft und ja, dann haben wir, glaube ich, 3 Neuzugänge insgesamt gemacht. Und ja, ich denke mal so, für den Anfang sieht es ganz gut aus. Ich suche jetzt noch 6 Monate halt, wie gesagt, nach ein paar Keepern. Werde euch dann am Ende der Saison noch die besten Talente zeigen. Und ja, dann noch die Ergebnisse. Und ich hoffe bis dahin. Wir haben nicht rausgeworfen. Manager-Rating sieht gut aus. Aber ja, 4 Spiele, 4 Punkte ist relativ in Ordnung, denke ich mal, für den Anfang. Aber mal schauen, wo wir dann
am Ende der Saison landen. So, die erste Saison ist vorbei. Was die Talente und so angeht, war es in Ordnung. Sechster Platz, also ist wirklich sehr strong, sage ich mal. Das sind so unsere besten Talente. Er hat anscheinend ein richtig krasses Potenzial. Dafür hat er eine richtig gute Gesamtstärke, dafür aber ein scheiß Potenzial. Heißt aber noch gar nichts, weil den werden wir nächste Saison verleihen. Genauso wie diesen Typen auch. Deswegen werden wir die beide schon mal zum Profi befördern. Ja, die anderen ist es eigentlich egal. Wir haben halt, es macht halt gar nicht so viel Sinn, sage ich mal, einen günstigen Scout zu holen. Was so sonst das alles angeht, entwickelt sich die Mannschaft wirklich sehr gut. Pinto natürlich absolut das krasse Talent. Nächste Saison gucken wir mal nach einem 19-3 Mittelfeldspieler. Ramos, den Stürmer, werde ich wahrscheinlich noch behalten. Außer es kommt ein mega geisteskrankes Angebot. Aber man muss halt auch wissen, es gibt nicht so viele mega starke Talente, weil wir dürfen ja auch nur in einem Land suchen. Deswegen, das wird halt, ist halt jetzt doch schon eine relativ gute Challenge. Aber ich würde sagen, wir gucken uns mal das Transferbudget an. Vielleicht spielen wir sogar schon UEFA Conference League, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. So, wir haben ein, ja, 4 Millionen. Er hat sich um 2,5 Millionen gesteigert. Ja, ist es in Ordnung. Aber wir haben jetzt hier trotzdem mal noch so ein paar Leute drauf. Ja, wo man halt jetzt doch ein bisschen mehr Geld für braucht, denke ich mal. Und Tavares wird unbezahlbar sein jetzt, aber ich hätte gern den Kollegen so für die 6, das wäre schon ganz nice, aber wie gesagt, vielleicht verkauft sich ja was und dann hoffen wir mal auf eine geile Transferphase. So, also ich muss sagen, bisher läuft es. Haben jetzt hier nicht was unbedingt für die Startaufstellung gemacht, haben eher was für die Breite des Kaders gemacht. Wir haben Henriquez ausgeliehen, den Keeper mit der richtig guten Gesamtstärke, aber niedrigem Potenzial. Ich hoffe, die Laie pusht den jetzt nochmal ein bisschen. Thiago Dantas haben wir verpflichtet, Amaro haben wir verpflichtet, Chan verkauft und den guten Mendes verkauft. Also ging jetzt nicht so viel. Ich bin jetzt gerade noch dabei, zwei freie Spieler zu verpflichten. Das ist aber jetzt nichts Weltbewegendes. Einfach nur ein bisschen so für die Breite, weil wir haben einfach keinen Ersatzstürmer. Und der hat jetzt eine 67 und das wird dann schon in Ordnung sein. Ich kann hier mal ganz kurz noch zeigen. Da genau, das sind die. Ein Stürmer und ein Zehner noch. Werde ich dann irgendwann mal die Verträge auslaufen lassen. Das Ding ist, es gibt halt einen guten Mann, wo der Vertrag ausläuft. Und das ist der gute Cristiano Ronaldo. Ich weiß noch nicht, ob ich den verpflichten soll dann. Eigentlich ist es relativ unnötig. Ich warte einfach auf den Regen. Aber nun gut, es läuft momentan gut in der Liga. Wir sind doch nicht in der Europe Conference League oder wie man die Liga auch nennt. Aber mal schauen, sage ich mal. Ich denke mal, wir kommen jetzt doch international. Ich weiß jetzt doch nicht, ob wir international gekommen sind. Ja, wieder Sechser, okay. Ja, die Saison war jetzt, glaube ich, nicht so mega gut. Ja, aber trotzdem, also die Mannschaft sieht trotzdem wirklich sehr stark aus. Ich bin mal gespannt, wie sich unser Keeper so gemacht hat. Okay, nur plus 1, das ist gar nicht so stark. Ich glaube, das stimmt dann halt doch mit dem Potenzial, was der da hat. Dafür sind unsere Außenverteidiger richtig stark, dieser Nasinho und der gute Esteves müsste das sein, genau, richtig gut. Zoe ist ein komplett gutes Random-Talent auf einmal gewesen. Ja, also deswegen, also die Mannschaft ist gut dabei, nur halt das Problem ist halt, dass wir halt einfach auch halt gar nicht an Transferbudgets dazu gewinnen. Deswegen, vielleicht kommt da demnächst mal ein gutes Angebot für Ramos. Ich will halt diese Leute halt auch nicht auf die Transferliste setzen, weil dann bekommen wir halt weniger Kohle. Aber nun gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Saison wieder. So, wir sind wieder am Ende der Saison. Was? Also nur zur Info, wir hatten um die 4 Millionen an Transferbudget. Haben jetzt sogar noch ein bisschen was übrig. Vielleicht gebe ich das noch für einen Spieler hier aus. Vielleicht gebe ich so einen Händel oder so, muss ich aber mal gucken. Werdet ihr dann am Ende der Saison sehen. Wir haben Patricio verpflichtet für die Keeper-Position für 3,1 Millionen. Der ist dann einfach nochmal gestiegen. Der war 3 Millionen wert oder so. Dann haben wir Mensas verpflichtet, der war auf dem freien Markt und den guten Acuña auch vom freien Markt. Es hat sich einfach auch keiner verkauft. Also ja, deswegen keine Ahnung. Wir müssen, glaube ich, echt von diesen Verkäufen leben. Ich hätte noch gerne, wie gesagt, noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Aber nun, gut, kannst nichts machen. Ich probiere jetzt nochmal gerade diesen Händel zu verpflichten. Der müsste eigentlich eine relativ okaye Gesamtstärke haben. Okay, ich bin jetzt mal gespannt. Er will nur Rotation haben. Aber ich glaube, dann hat er doch nicht so eine gute Gesamtstärke. 70er Gesamtstärke.
Ja, ist in Ordnung, aber auch nicht wirklich gut. Verträge müsste ich, glaube ich, alle verlängert haben, soweit ich das weiß. Ja, sieht ganz ordentlich aus. So, wir haben jetzt das letzte Saisonspiel gewonnen, aber wir sollten Champions League kommen. Sind wir, glaube ich, sogar in der Quali. Aber kriegen wir hin. Da steht, okay, vielleicht sind wir doch offiziell in der Champions League. Ich weiß es nicht. Und hoffentlich haben wir jetzt demnächst mal ein bisschen Kohle bekommen. Die Mannschaft sieht solide aus, würde ich mal sagen. Solide. Ja, solide. Ich werde jetzt nochmal ein paar Spieler gucken, die wir dann scouten. Ja, und dann mal sehen. Cristiano Ronaldo. Der Vertrag läuft leider noch nicht aus. Ich hoffe, er beendet mal langsam seine Karriere wegen seinem Regen. Weil dann haben wir auf jeden Fall ausgesorgt auf der Stürmerposition. Das wäre schon ganz nett. So, die Transferphase war eher dafür da, um ein bisschen was in die Breite zu machen. Moraes als Ersatzstürmer verpflichtet, Diogo Costa als neuen Stammkeeper, Tavares eingetauscht für Nacinho, nochmal ein kleines Upgrade auf der Linksverteidigerposition, Fabio Silva heißt er, glaube ich, verpflichtet, Zoe verkauft, Ramos verkauft für 70 Millionen, ja, und sonst war da halt nicht mehr so viel möglich. Ja, so sieht das Ganze aus, ist halt jetzt viel Potenzial in der Mannschaft und ja, deswegen würde ich mal sagen, ab geht's rein. Wir haben die Champions League Quali am Start, müssten jetzt rein theoretisch 3-0 gewinnen, machen es aber nicht. Deswegen sind wir jetzt in der Europa League vertreten und ja, deswegen würde ich mal sagen, let's go. So, wir sind das erste Mal portugiesischer Meister geworden und ja, die Mannschaft sieht jetzt nicht so krass aus, aber nun gut. Man ist halt jetzt langsam auch mal echt auf dieses Transferbudget angewiesen, was wir aber auch einfach nicht bekommen. Es waren letztes Mal 15 Millionen. Was willst du mit 15 Millionen, wenn du ein Champions League-Kandidat bist? Alter, es wird ja, also wenn man so als portugiesischer Meister und wenn man hier so alles vertritt, 5,3 Millionen für ein Vorbereitungsturnier. Jawollo, und jetzt habe ich noch das Falsche ausgewählt. Was will ich mit 22 Millionen, wenn die ganzen krassen Spieler jetzt schon Marktwert haben? Von was? Okay, das sind keine krassen. Okay, der ist auch nicht krass. Ja, hier, sowas hier. So Spieler, die helfen uns jetzt weiter. Aber 45 Millionen, 63 Millionen. Und ja, ich glaube, es tut zwar sehr weh, aber ich glaube, wir müssen Pinto verkaufen. Weil das ist alles hier außenrum so gar nichts. So, was will ich weiter mit 76ern und 74ern auf dem Flügel? Gar nichts will ich damit. Bringt mir gar nichts. Ich gucke jetzt erstmal am Cristiano Ronaldo Region. So, die nächste Transferphase ist jetzt auch vorbei und ja, wir haben jetzt noch 1 Million, ich glaube, das muss ich, glaube ich, alles so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich die Verträge schon verlängert habe, aber ist ja auch egal, gucke ich gleich erstmal nach. Wichtig ist, was wir für Transfers getätigt haben und die Transferphase würde ich mal als gelungen bezeichnen. Danilo Pereira geholt, Braganza geholt. Dann Patricio geholt, der Vertrag ist einfach ausgelaufen. Dann hatten wir noch Costa geholt, der war auf dem freien Markt. Eduardo Quaresma haben wir geholt und haben unseren anderen Innenverteidiger für eingetauscht, also ein bisschen was Talentierteres. Duarte verpflichtet, Fabio Silva für 88 Millionen verkauft, das war auch ganz wichtig. Ich hatte ein Angebot von Leverkusen, für 71 Millionen habe ich das angenommen. Und dann kam Bayern einfach, bumm, mit 80 Millionen konnte ich noch ein bisschen mehr raushandeln. Dann das verkauft und dann halt den Cristiano Ronaldo Return gegönnt. Und das unter Marktwert und deswegen haben wir da einen guten Ersatz im Sturm. Klar, die Offensive sieht halt ziemlich kacke aus. Dafür ist unsere Zentrale jetzt richtig stark und unsere Verteidigung ja sowieso, bis auf vielleicht noch einen Innenverteidiger. Aber wie gesagt, ich habe einfach nicht mehr Geld und ich habe jetzt bei dem Pinto, habe ich eine Freigabesumme eingebaut von 500 Millionen. Das heißt also, wenn die mal gezogen werden sollte, was auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, haben wir eine Kohle und dann haben wir safe den Champions League Titel. Also es, ich habe auch echt das Gefühl, dass es mit so kleinen Vereinen einfach so schwierig ist, sich was aufzubauen, wenn man jetzt nicht auf die Jugend geht. Weil man bekommt halt von Jahr zu Jahr einfach gar nichts an Transferbudget dazu. So, wir sind im Juni angekommen. Wir hatten eine Todesgruppe in dieser Champions League Saison, wurden aber wieder Meister und das mit der Offensive. Ja, auf jeden Fall haben wir es nicht so weit geschafft. Wir sind aber bis ins Achtelfinale gekommen und das bei der Gruppe mit Juve und Atletico halt. Also das ist gar nicht mal so verkehrt für den Anfang in der ersten Champions League Saison. Ach, keine Ahnung. Natürlich wurde jetzt nicht die Freigabesumme gezogen von unserem guten Pinto. Der hat jetzt schon eine 93. Und ja, aber dieser Gomez hat sich übelst gut verbessert.
auf eine 80. Vielleicht müssen wir da auch gar nichts machen. Pereira, klar, also das war klar, dass er runtergeht, aber war halt trotzdem mal ganz wichtig, da vielleicht mal einen neuen Kollegen zu haben. Da können wir jetzt auch erstmal wieder den packen, aber da werden wir auf jeden Fall nachrüsten. Ja, Diogo Costa müssen wir vielleicht mal nach dem Entwicklungsplan gucken, dass der Ronaldo-Return sich verbessert, ist ja sowieso klar. Okay, also die verbessern sich echt gut da vorne. Nicht schlecht, aber vielleicht, also bitte, bitte, bitte FIFA-Gott, Karrieremodus-Gott, ich weiß nicht, aber bitte gib mir Transferbudget für die nächste Saison. Es wäre so schön, einfach mal so 60, 70 Millionen hinballern. Ich habe nur 20 Millionen letzte Saison gehabt oder 14 oder was das auch immer war. 30 wären auch schon kacke. Oha, jetzt geht's los. Jetzt bekommen wir Transferbudget. Ich weiß es. 34 Millionen. Ach Mann, und das als zweimal hintereinander portugiesischer Meister. So, wir sind mal wieder am Ende der Saison. Am Ende der Transferphase. Haben wieder nicht alles ausgegeben. Ich werde es aber gleich noch für den Jugendstab machen. Macht man, denke ich mal, bestimmt nichts mit verkehrt. Wir haben Nassino zurückgeholt. Da war es dann quasi so eingetauscht. Und der ist halt viel jünger und hat zwei Gesamtstärken mehr. Guerrero geholt. Den Plan erkläre ich euch gleich. Aber ich denke, die meisten können sich das denken. Und dann haben wir noch was für die Breite gemacht. Und ja, Guerrero bin ich gerade am Umtrainieren. Zum ZM. Das ist mit ihm immer so ein bisschen verbuggt. Den will ich dann ZM stellen. Dann haben wir da, glaube ich, der müsste so eine 86, 87 noch bekommen, wenn nicht sogar noch höher. Und dann sieht das Ganze sehr, sehr stark aus. Und ja, dann ballern wir das ganze Geld jetzt noch in den Jugendstab. In den besten, den wir kriegen können. Und das ist hier schon wieder absolut Quatsch, was wir hier kriegen. Aber ja, wow, sehr gut. Ja, egal, dann kaufen wir uns einfach den hier. Der wird schon ganz gut sein. Dann gehen wir nochmal in Portugal einfach 9 Monate scouten und dann gucken wir uns das mal an. So, ich hoffe, ich gebe mir maximal noch 2 Saisons für den Titel. Wir werden halt durchgehend Meister und guckt euch an, Guerrero einfach auf der 88. Und ja, also das Mittelfeld ist geisteskrank und die Verteidigung wird auch immer besser. Wir brauchen halt ein bisschen mal langsam was für die Offensive. Was für die Flügel und dann sollte das auch eigentlich funktionieren. Ja, sonst kann man halt sagen, dass wir nicht im Viertelfinale, wir sind halt im Achtelfinale rausgeflogen in der Champions League und ja, Wolfsburg gewinnt einfach mal die Champions League, ist klar. Und zwar gegen RB Leipzig. Also es war ein bisschen bitter, dann kam Chelsea, da sind sie knapp gegen rausgeflogen und ja, wäre, denke ich mal, mehr möglich gewesen. Kann auch sein, dass wir nächste Saison schon den Titel holen. Wäre ganz nice. Wer hat die meisten Tore gemacht? Martins und Pinto von uns. Das sieht ganz geil aus. Und ja, deswegen, let's go in die nächste Saison. So, eine weitere Transferphase ist rum. Wir haben uns Pedro Neto gegönnt und einen Flügelspieler eingetauscht. Wir haben Guerrero verkauft. Ist insgesamt ein Transferplus von 45 Millionen. Renato Sanchez gekauft und weil der wurde halt auch immer schlechter, kommen dann haben wir den das eben verkauft, dann noch ein gutes Talent verpflichtet, Podenz geholt für die Breite, Samu verkauft und noch was für die Breite getan. Ja, es ist dieses Jahr möglich, die Champions League zu gewinnen, alleine weil die sich ja noch alle entwickeln, das sage ich aber sowieso jedes Mal. Portugal hat irgendwie gefühlt nichts für die Innenverteidigung außer Ruben Dias und der ist halt noch viel zu teuer. Ich würde sagen, wir springen mal bis zum Saisonende, ich muss im Januar noch ein paar Verträge verlängern, weil die auslaufen und die wurden gerade eben abgelehnt, aber nun gut, bis nachher. So, wir sind jetzt auch im Champions League Finale, nehmen noch gerade ganz schnell den Pokal noch so nebenbei mit, wir können dann sogar jetzt das Triple holen. Das wäre natürlich nice. Ich weiß nicht, hat Porto damals mit Mourinho auch das Triple geholt? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt hier so die Mannschaft. Esteves ist leicht angeschlagen, sonst sieht das ganz gut aus. Klar ist es jetzt für so eine Ende von der Sprint to Glory jetzt nicht geisteskrank, aber ist auf jeden Fall solide, würde ich sagen. Finale gegen Atletico, ich werde das Ganze nicht spielen, ich werde das Ganze simulieren. Ich bin mal gespannt. Sie haben Osimhen, Joao Felix, Haaland, Rashford, Milinkovic, Savic, Curtis Jones, Van Dijk, Upamecano, Jimenez, Oblak, also ja, entspannt. Aber wir müssen uns natürlich auch nicht verstecken. Ihr könnt generell mal in die Kommentare schreiben. Feiert ihr das, wenn wir das selber spielen? Oder soll ich so ein Finale simulieren? Ich weiß es nicht. Ich simuliere das jetzt trotzdem einfach mal. Schnellsimulation gegen Atletico de Madrid. Und wir gewinnen in der Verlängerung.
Let's fucking go. Haaland erst noch mit der Führung. Dann Bragenschau oder Bragenschau, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Und Gomez dann so, dass wir das Spiel noch drehen können. Alter, ich bin so lang schon mal aufnehmen. Mein Kopf, der ist am Qualmen. Aber es hat trotzdem Bock gemacht, das neue Format aufzunehmen. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß an der Sache. Wir konnten das Triple mitnehmen. Da FC Bistella holt das Triple. Haben jetzt insgesamt 7 Saisons dafür gebraucht. Glaube ich, 6 oder 7 ungefähr. Ist, denke ich mal, ganz in Ordnung. Dann am Ende Pinto und Martins dann, oder eher gesagt Cristiano Ronaldo dann, haben die komplette Liga zerschossen. Und ja, die Mannschaft sieht relativ in Ordnung aus. Und ich würde dann mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.